Willkommen zu einem weiteren Video zum Magnetfeld. Jetzt geht es um die Herstellung eines Magnetfeldes in einem Raum, wo wir praktisch Zugriff erhalten. Weil, wenn wir uns also die Situation bis jetzt angesehen haben, so können wir eine Ringspule zeichnen. Und wir haben eine Ringspule ja analysiert, die kennen wir also schon relativ gut. So. Und dann haben wir einen Draht um diese Ringspule herumgewickelt. Das heißt also, wir haben also hier eine Wicklung erzeugt. Und wir haben gesagt, okay, das ist ein Kunststoffring zum Beispiel. Könnte auch ein Holzring sein. Wenn wir also jetzt hierher gehen. Und wenn wir jetzt hier den Leiter anlegen und hier die Windungen zeichnen. So, dann wird also hier der Leiter herauskommen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir geben einen Strom I in diese Spule hinein und erzeugen damit hier drinnen ein homogenes Magnetfeld. Das wissen wir. Und hier haben wir es dann praktisch die Feldgrößen H, B, Phi, Psi, magnetisch. Aber wir können in diesen Ring nicht wirklich hinein, also wie sollen wir irgendwie dieses Magnetfeld nutzen in Form von einer Kraft auf ein externes Element. Und jetzt schneiden wir einfach diesen Ring hier auf und sagen, okay, wir basteln also etwas, das ein bisschen anders aussieht. Und zwar, eigentlich soll das ganze Ding so aussehen wie ein Hufeisen. So. Und wir beginnen jetzt wieder, genauso wie vorher, mit unseren Leitern. Wir sagen also wieder innen soll uns das Ganze entgegenkommen. Das heißt, wir gehen also hier so entlang, so, machen wir hier noch einen, so, und hier einen, so, dann ziehen wir wieder Windungen. Das heißt, wir haben also gesagt, okay, wir kommen also von hier, wir haben gesagt, das kommt hier heraus, das heißt, wir kommen also von hier hinten mit unserem Leiter, ziehen also hier die Windungen entlang und gehen dann hier aus diesem Leiter wieder hinaus. So, dann legen wir einen Strom I an, der hier oben wieder herausfließen wird. Und wir können also jetzt sagen, hier innen kommen uns die Ströme entgegen und hier außen werden also die Ströme wieder in die Bildebene eintauchen. Und wenn wir jetzt hier ein Feldbild zeichnen, na, dann können wir mal davon ausgehen, dass das Feld hier innen, also sicherlich einmal so das Hufeisen entlang gehen wird. Die Frage ist nur, was stellt sich hier außen? Na, hier außen haben wir offenbar keine Felderzeugung und ein magnetisches Feld ist immer in sich, eine Feldlinie ist geschlossen. Also die Feldlinie wird also versuchen, hier auf dem kürzestmöglichen Weg, so, hier nach unten zu ziehen. Und damit haben wir ein geschlossenes Feld und wir haben also hier außen Feld und können jetzt von außen hier dazukommen. Die Frage ist, na, wie groß ist eigentlich das Feld, das wir hier herstellen? Ja, und wir können ja sagen, okay, einerseits einmal wissen wir, dass wir eine Windungszahl N haben, wir haben einen Strom I, das heißt, wir wissen also, wir haben also eine Feldlinie Länge L, das wird also L sein hier, ja, Feldlinie Länge L, das ist die Länge, das ist mittlere Länge des Hufeisens und der kürzeste Weg hier runter ist also die Länge L und wir können also wieder anschreiben, das Feld, das sich also hier einstellt, indem wir sagen, okay, also unser H mal L ist also gleich unserem I mal N, N mal haben wir also diesen Strom, den wir hier haben, und daraus folgt unser H, unsere Feldstärke entlang der Feldlinie, ist also nichts anderes als das I mal dem N durch das L. So, jetzt wissen wir die Feldstärke. Wenn wir sagen, okay, das B ist also gleich unser μ0 mal A, dann können wir das B ebenfalls finden, indem wir sagen, okay, B ist also gleich unser μ0 mal dem I mal dem N durch das L. So, und unser Phi können wir auch noch hinbringen, ist also gleich B mal A. Und jetzt können wir sagen, okay, wir haben also hier einen Querschnitt A
sagen, okay, unser Phi wird das so sein, mu 0 mal i mal n durch l mal a, so, jetzt haben wir das hier, und jetzt haben wir unsere Größen beschrieben, und jetzt wollen wir uns einmal eine technische Lösung ansehen, die also praktikabel ist, das heißt, wir verfügen einmal über die Werte und sagen, okay, unser i, der soll also sein 1 Ampere, 1 Ampere kann man also ganz gut transportieren. Dann haben wir gesagt, unsere Bindungszahl, die wir hier anlegen, die soll 10 sein. So. Und das a soll 1 Quadratzentimeter sein, also das ist ein solches Hufeisen, Quadratzentimeter. So. Und die Länge soll sein 16 cm des gesamten Gebildes, also 16 cm, sodass das etwas handlich ist. Und unser μ0, das wissen wir auch schon, ist also gleich 4 Pi mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden pro Ampere Meter. So. Jetzt haben wir also unsere Größen beieinander und jetzt probieren wir mal in die Formel einzusetzen, um zu sehen, wie groß ist denn die Flussdichte, die eigentlich an den Polen entsteht. Und da gehen wir mal her und sagen also, das B ist also gleich. Das μ0 ist also gleich 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden pro Amperemeter. So. Dann haben wir mal 1 Ampere mal 10 Windungen, keine Dimension. So, wenn wir uns das so anschauen. 10 Windungen, jetzt brauchen wir die Länge. Und die Länge, die wir hier kriegen, ist also 16 cm. Und das Ganze in Meter angeschrieben, ist also gleich 1 cm ist 10 hoch minus 2 Meter. Das ist also gleich 16 mal 10 hoch minus 2 Meter. So, jetzt haben wir alles in Basiseinheiten. Und jetzt fassen wir mal zusammen. Okay. Wir haben also hier 10 hoch minus 7, wir haben, gehen wir mal die Hochzahlen an. B ist gleich 4 Pi durch 16 zusammengefasst. Und hier haben wir 10 hoch minus 7 mal 10 hoch 1 ist 10 hoch minus 6 mal 10 hoch 2, das hochgebracht ist 10 hoch minus 4. 10 hoch minus 4. So. Dann schauen wir uns hier an, die Ampere sind also hier weggekürzt. Meter mal Meter wird Quadratmeter. Das heißt, wir haben also hier Voltsekunden pro Quadratmeter, was dimensionsmäßig passt. Und wenn wir jetzt die 4 durch die 16 noch kürzen, dann haben wir also hier Pi Viertel. Das ist ungefähr also 3 Viertel. 3 Viertel ist also 0,75. Das heißt, schreiben wir mal hin hier 0,75. Mal 10 hoch minus 4 Tesla. Na, wie viel ist das? Das ist also das gleiche wie 7,5 mal 10 hoch minus 5. 5 ist also das gleiche wie B. Ist also 75 Mikrotesla. So. Die haben wir jetzt großartigerweise hier erzeugt. Passt so, ja, das passt. Und, naja, wie ist das viel oder ist das wenig? Naja, jetzt wissen wir, dass das B Erde, die Erdmagnetfeld, das können wir nachschauen, ist also 30 Mikrotesla. Das heißt, wir haben also offenbar das Doppelte, mehr als das Doppelte Erdmagnetfeld erzeugt und könnten mit einer Kompassnadel hier tatsächlich eine Ablenkung hinbekommen. Aber, um jetzt eine Größenordnung hinzubekommen, was in technischen Maschinen los ist, also in Elektromotoren, das B in einem Elektromotor, und zwar im Luftspalt, ist also ungefähr 1 Tesla. Und da sehen wir, was los ist. Also wir haben also hier offenbar viele Größenordnungen zu gering, obwohl wir 1 Ampere durch die Wicklung durchgelassen haben. Jetzt können wir sagen, na, 10 Windungen ist lächerlich, machen wir 100 Windungen, das funktioniert auch noch. Dann hätten wir 750 Mikrotesla, könnten wir 1000 auch noch nehmen, dann hätten wir 7500 Mikrotesla, dann hätten wir 7 Millitesla, aber wir sind noch weit entfernt von diesem einen Tesla. Das heißt, es muss also etwas geben, das muss am Magnetfeld verstärkt, sonst könnten wir keine Motoren bauen. Also gehen wir das Ganze nochmal durch. Wie können wir in Luft
ein entsprechendes Magnetfeld mit Strom erzeugen. Na, wir schneiden einfach diese Spule hier auf, wir machen ein Hufeisen draus, wickeln auf das Hufeisen eine Wicklung drauf und schicken einen Strom da hinein und dann bildet sich wieder ein Feld aus und das Feld wird hier auf kürzesten Weg sich schließen. An den Polen selbst werden wir also entsprechend Feldstärken hinbekommen. Die können wir abschätzen, wie groß die sind. Wir brauchen nur das H mal L ist gleich I mal N ansetzen. Das heißt, wir entwickeln eine Formel für B, weil B ist das, was eigentlich uns interessiert. Das ist die Größe, die die Kraft erzeugt. Wäre mu 0 mal I mal N durch L. Jetzt gehen wir konkret in ein Beispiel. Das Beispiel soll sein, wir nehmen einen Strom von 1 Ampere her, eine 10, Bindungszahl von 10, eine Fläche des Hufeisens von 1 Quadratzentimeter und die Länge der Feldlinien von 16 cm, eine handliche Geschichte. Unser μ0 ist 4 Pi mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden pro Amperemeter. Setzen das Ganze in die Formel ein, kürzen durch die Dimensionen, vereinfachen die Faktoren und sehen, wir erhalten 0,75 mal 10 hoch minus 4. Tesla. Das heißt also, wir erhalten nur 75 Mikrotesla. Oder sind das 750? Mal schauen. Ja, 750 Mikrotesla, Entschuldigung. 750 Mikrotesla. Das Magnetfeld der Erde, das können wir nachsehen, ist also 30 Mikrotesla. Das heißt, wir haben also sehr wohl eine Felderhöhung festgestellt. Wir haben also hier ungefähr das 20-fache Erdmagnetfeld. Aber zur Orientierung, was brauchen wir wirklich in einer elektrischen Maschine im Luftschutz, wird ungefähr ein Tesla sein. Das heißt, wir sind also mindestens um einen Faktor 1000 zu klein. Es muss also irgendwo einen Feldverstärker geben. Und diesen Feldverstärker, den müssen wir finden, damit wir Maschinen bauen können. Und dieser Feldverstärker wird uns später noch beschäftigen. Das ist ganz einfach Eisen, das wir hernehmen, um das Feld entsprechend zu verstärken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.